Ja, hallo Leute. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute Mitte der Woche Bergfest. Für die meisten zumindest, die nicht Samstag arbeiten gehen müssen. Ja, ein bisschen off-topic heute mal wieder. Aber erstmal bauen wir uns ein schönes Köpfchen. Natürlich für einen geschmeidigen Abend. Den Alvaro Memories. Ja. Bisschen haben wir noch. So, ja, dann bauen wir erstmal kurz das Köpfchen hier. Hole ich euch mal runter, zoomen wir mal ein bisschen ran hier. Jo. Ansonsten, wie war euer Tag? Mitte der Woche, macht ihr da irgendwas? Geht ihr mal ein Bierchen trinken mit Freunden? Oder raucht ihr wie ich gemütlichen Kopf? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ja, ich war heute zum zweiten Mal beim Sport die Woche. Bin noch relativ fertig, also ganz entspannt noch eine Shisha rauchen. Und dann noch ungefähr anderthalb Tage arbeiten, weil Freitag ab 12:30 macht ja jeder seins. Also wir zumindest. Ja, und dann kann das Wochenende kommen, meine Freunde. Was macht ihr am Wochenende? Trefft ihr euch mit Leuten? Macht ihr Party? Geht ihr was trinken? Raucht ihr auch am Wochenende Shisha? Wann raucht ihr keine Shisha? Raucht ihr jeden Tag? Oh Gott, viel zu nah. Jo, dann haben wir hier erstmal den Kopf. Schöne warme Memories. Hier die Rundlochung. So, und ich glaube, die Kohlen sind schon mehr als durch. Ich laber schon hier wieder 2,5 Minuten. Mal ganz schnell den Kopf hier fertig machen. So. Jo, und dann gehe ich mal schnell die Kohlen holen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Guckt euch in der Zeit mein schmutziges Zimmer an. Ich werde es für euch nicht aufräumen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Hoi, verbrennt mir gleich die Fresse. Jo, dann legen wir mal schnell die Kohle auf den Kopf. Ist ja auch so ein zweideutiges Ding, die Kohle auf den Kopf legen. Hahaha. So. Brauchen wir noch einen gammligen Schlauch? Natürlich. Mal wieder wollen wir den Kreis. So, ich hoffe, mir passiert jetzt gleich wie Yannick, dass mir die Shisha umfliegt. Ja Leute, was macht ihr am Wochenende? Geht ihr vielleicht ins Kino? In der letzten Zeit waren ja echt coole Filme draußen. Beziehungsweise sind coole Filme rausgekommen. Ja, zum Beispiel Ted. Fand ich persönlich super geil. Wir haben gut abgelacht. Expendables 2, der war auch nicht schlecht. Den ersten Teil habe ich gar nicht gesehen. Ja, aber der war auch super geil mit
den besten Schauspielern, also wer da alles dabei war. Arnold Schwarzenegger, dann Rocky, der Van Damme war dabei. Geht einfach mal ins Kino und zieht euch den Film rein, also super geil. Ja, was guckt ihr so für Filme? Ich stehe eigentlich total auf Horrorfilme. Also ich habe, glaube ich, keine Ahnung, schon wie viele Horrorfilme gesehen. Das Schlimme ist bloß, je mehr Horrorfilme ich gucke, umso abgehärteter werde ich. Also irgendwelches Splatterzeug oder was weiß ich, irgendwelche Leute abmetzeln. Ja, das juckt mich eigentlich gar nicht mehr. Was mich noch juckt, sind diese ekligen Psycho-Dinger. Aber ansonsten ist mir das völlig pups, wer da abgeschlachtet wird oder wie gruselig das noch sein soll. Zum Beispiel die Saw-Dinger, kann eine Freundin von mir irgendwie gar nicht gucken. Findet sie zu gruselig. Weiß ich nicht, gruselig, eklig, also. Ist ein Film wie jeder andere irgendwie. Ja, im November, glaube ich, kommt Das Schwergewicht heißt der Film mit Kevin James von King of Queens. Weiß nicht, ob ihr schon den Trailer gesehen habt. Guckt, könnt ihr ja mal bei YouTube reingucken. Super geiler Trailer. Also ich habe 5 Sekunden oder 3 Sekunden, glaube ich, den Trailer gesehen. Und ich wusste schon, den Film gehe ich auf jeden Fall gucken. Den muss ich sehen. Also super lustig. Also könnt ihr ja euch mal den Trailer reinziehen. Ja, meine versprochenen 8 Sorten, die ich bekommen sollte. Heute ist eine Woche rum, also keine Ahnung. Der Kollege aus dem Shisha-Forum, ja, gar nicht zuverlässig. Also sowas hasse ich. Also der meint angeblich, der hat letzte Woche Mittwoch den Tabak abgeschickt. Der wurde 500 Kilometer entfernt. Also mit ja, so einer kleinen Standardverpackung dauert das vielleicht 2, maximal, lass es 3 Tage sein. Aber nicht eine Woche, also kann er mir nicht erzählen. Ja, deswegen fehlen mir natürlich jetzt 8 Sorten. Den Rest habe ich euch, glaube ich, schon vorgestellt. Ich kann zwar noch mal einen Mix machen, also ihr könnt ja mal meine ganzen Videos durchrattern und könnt mir mal in die Kommentare schreiben oder schreibt mir eine Nachricht, was ich denn mal mixen soll. Und dann haue ich da nochmal am Wochenende ein Video raus. Jetzt am Freitag, da kommt endlich mal mein Kollege, der Duden. Kleiner Spitzname, kleiner Insider. Ja, mal gucken, vielleicht kriege ich noch irgendwo einen kleinen Shot ran oder so, dass wir euch das vorstellen können. Braucht mal bestimmt auch 2, 3 Köpfe, also da sollte auf jeden Fall was klar gehen. Memories kann ich nur empfehlen. Super Tabak für jeden Tag. Zeige ich noch mal hier in der Detailaufnahme. Waha Memories. Mal ein bisschen. So. Jetzt haben wir es. Genau. Sind ein paar Herbstblätter drauf. Ah ja, die ewige Gesundheitsminister rauchen, fügt ihr und ihre Umgebung eigentlich einen Schaden zu. Ja. Also wenn er raucht, achtet auf jeden Fall, dass keine Möbel oder so in der Nähe stehen. Die können krank werden. Ja. Also nicht, dass den Möbeln schwindelig wird und die kippen auf einmal um. Völliger Schwachsinn, aber ich habe letztens auch auf einmal einer Packung was richtig Geiles gelesen. Das muss ich jetzt mal ganz schnell suchen. Bla bla bla, immer das Gleiche. Was haben wir denn hier noch? Das wissen wir ja alles. Vielleicht was hier drauf. Ja, der ist auch nicht schlecht. Moment. Autofokus, zack. Ja, Leute, wisst ihr Bescheid? Erst gar nicht anfangen. Wenn er schon einmal zieht, seid ihr süchtig. Wollt ihr das auch haben? Also.
Fangt nicht an zu rauchen. Die Zigaretten sind scheiße. Viel zu teuer, schmeckt nach nichts. Lungenkrebs kann ich verursachen. Also raucht lieber schön Shisha. So, was ist das? Bla. Immer das Gleiche. Ich weiß gar nicht, wo war der denn drauf? Ja, keine Ahnung. Finde ich jetzt nicht. Auf jeden Fall war da ein super Spruch drauf. Rauchen in der Schwangerschaft schadet ihrem Kind. Ja, das ist auf jeden Fall für die Männer ganz wichtig, Leute. Wenn du als Mann schwanger wirst, rauchen in der Schwangerschaft schadet euch. Also, liebe Männer draußen, wenn ihr schwanger seid, raucht ja nicht Shisha oder Zigaretten. Es könnte eurem Kind schaden. Jo. So, kommen wir mal zum Rauch und zum Geschmack. Der Rauch ist ganz okay. Der Geschmack, wie in dem anderen Video schon zu sehen, super. Jo, 11 Minuten schon wieder off-topic-Gelaber. Ja, Wochenende steht bevor. Wie gesagt, am Freitag eine schöne Shisha-Runde mit dem Kollegen. Soll ja jetzt wieder kälter werden. Gucken wir mal kurz. 17 Grad in der Nacht, am Donnerstag 4 Grad. Du Scheiße. Ja, Leute, wollt ihr mal ein Tutorial sehen, wie man Shisha-Ringe macht? Gibt's keins. Also, ich kann euch sagen, ja, bewegt euren Unterkiefer, keine Ahnung. Ja, das muss jeder für sich selbst ausfinden. Also, ich konnte es früher auch nicht. Ganz früher, wo wir angefangen haben, das war, glaube ich, 2009. Das war vor 3 Jahren, genau. Da hat mir mal ein Kollege aus Chemnitz folgenden Trick oder keine Ahnung gezeigt, wie er Shisha-Ringe macht. Klappt natürlich jetzt nicht. Hat er mal wie ein Bekloppter gegen seine Backe geklatscht. Ja, und dann kam die Regel raus. Also, könnt ihr mal versuchen. Wenn er erfolgreich schreibt, schreibt mir nochmal eine Nachricht. Ja, ansonsten dieses Ganze mit dem Unterkiefer, dass man den Kiefer. Probiert es einfach selbst aus. Also ich konnte es am Anfang auch nicht, wo ich dann alleine noch in meiner, wo ich noch bei meinen Eltern zu Hause gewohnt habe. Ja, mit meiner ganz kleinen, glaube ich, Gott, ich glaube, das ist eine No-Name-Shisha. Zeige ich euch mal in den nächsten Videos. Ja, da saß ich dann schön mit meiner Selbstzünderkohle und habe da schön geraucht und hab ich versucht und versucht, ja, und irgendwann kriegt das hin. Also versucht es mal, wenn ihr alleine seid, da Shisha-Ringe zu machen. Irgendwann klappt es schon. Dann würde ich mich verabschieden. Dann sehen wir uns am, ja, ich denke mal am Freitag. Mal gucken. Freitagnacht oder Abend werde ich dann die Videos, denke ich mal, hochladen. Ja, und dann wünsche ich euch noch jetzt 2 oder eventuell auch 3 oder wer auch Sonntag arbeiten geht, 4 Tage. Jo, und dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin, haut rein.